So, es geht weiter im Programmchen mit Software. Damit wir unserem Ruf gerecht werden, dass es hier nur um Technik geht, reden wir jetzt mal über technische Lösungen für soziale Probleme. Ihr dürft alle nach vorne kommen und euch den bestmöglichen Platz sichern. Da hinten hört man ja eh nicht so gut. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz, stehen da noch Leute draußen, könnt ihr denen vielleicht mal kurz Bescheid sagen, dass jetzt ist total keiner mehr da, alle schon weg. Gut, na dann übergebe ich mal an Erik, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und wenn nicht, Erik, sag ich es kurz. Erik macht den Podlove Publisher. Genau, er ist das. Und erzählt jetzt mal so ein bisschen, was so passiert ist und was vielleicht noch passieren wird. Willst du den haben? Hallo. Genau, das wurde jetzt schon gesagt. Das bin ich, Erik Teubert auf Twitter, wenn man mir folgen mag. Ich mache den Publisher seit nunmehr 4 Jahre, ein bisschen mehr als 4 Jahren. Genau, und mehr oder weniger direkt oder indirekt verdiene ich mittlerweile auch meinen gesamten Lebensunterhalt damit. Also jetzt nicht mit dem Publisher direkt, aber so alle Aufträge, die ich bekommen habe, sind mehr oder weniger über das Publisher-Projekt gekommen oder Podlove im weiteren Sinne. Auch zunächst etwas über Twitter angekündigte The Fresh Smell of Coffee Separates Night from Day von Haruki Murakami. Ich mag Kaffee und darum gibt's jetzt hier hin und wieder mal Kaffeebilder dazwischen geworfen, weil früher waren es Katzen, warum kann es nicht auch mal Kaffee sein? Hier in dem Fall ein Bild aus Singapur, könnte aber auch aus Malaysia sein. Traditionelles Frühstück. Im Vordergrund sieht man etwas Kaya-Brot. Kaya ist so eine Art Marmelade aus Zucker, Kokosmilch und Ei. Und im Hintergrund, das was etwas merkwürdig aussieht, sind halb gekochte Eier. Das isst man so dazu. Das sind wirklich sehr kurz gekochte Eier. Dann eben so eine Schale reingeschlagen, weil es sind halt nicht fest. Und da kann man dann sein frisch getoastetes Toast hineintunken mit etwas Knoblauchpulver und Sojasauce dazu. Und dann schmeckt das anders, als man das hier gewohnt ist. kann ich aber empfehlen. Okay, zum Thema. Also, so sieht das Ganze derzeit aus, wenn man im WordPress-Plugin Directory nach dem Pod Cast Publisher sucht. Da hat sich kürzlich eine Zahl geändert, nämlich die Zahl der aktiven Installationen. Die bekommt man ja so sehr grob von WordPress geliefert. Die ist kürzlich von 1000 auf 2000 gesprungen. Also es scheint immer mehr Leute zu geben, die den Publisher irgendwie sinnvoll finden. Und das ist schön. Bevor ich auf die 2.4 eingehe, die ja gerade in Arbeit ist, kurz was bisher geschah, also seit dem letzten, nicht der letzten Subscribe, was auch immer das vorher war, das weiß man ja schon nicht mehr so genau. Vor allem gibt's jetzt ein Newsletter von mir, den habe ich Publisher Weekly genannt und er erscheint, nun ja, wöchentlich. Das Ganze ist auf Englisch, weil wir versuche inklusiv zu sein, also möglichst auch über den Teich zu reichen, also darum wöchentliche Updates, Guides oder einfach nur so Blafhasel, quasi das, was die Labor-Podcasts im Podcasting sind, das ist für mich die Newsletter, also wenn ich mal was Sinnvolles zu sagen habe, dann landet das dort und wenn nicht, dann landet es auch dort. Die Themen bisher, also es gab jetzt glaube ich 7 Episoden, ich habe angefangen mit eben der State of the Union, dann habe ich versucht ein paar Guides zu schreiben über das Download Interface, also erstmal so Dinge, die natürlich irgendwie jeden interessieren, Chapter Marks, auch was immer wieder angefragt wird, PubSub, HubUp, was zu Assets habe ich geschrieben und ganz neulich zu Subscriptions. Einige haben schon von Anfang an gesagt, E-Mail, bin ich irgendwie im falschen Jahrhundert gelandet? Was
Gibt es das nicht auch irgendwie im Internet oder so, dass ich es mir irgendwo abholen kann oder nachlesen? Wo ist eigentlich das Archiv? Ist in Arbeit. Wir haben, oder ich habe, wir haben, ich, wir, das sehen wir dann, entschlossen, das Ganze ins Diskurs zu kippen, also community.podlove.org. Da ist das demnächst auch zu finden in einer Kategorie. Das heißt, kann dann auch per RSS abonniert werden, falls man das so mag. Was war auch neu? Podlove Subscribe Button wurde gestern schon angesprochen, hat ein Update bekommen. Da sind wir mit dem Publisher natürlich nachgezogen und haben das Konfigurationsinterface angepasst, sodass man auch alle neuen Settings da einstellen kann. Das demonstriere ich mal kurz. Denn es ist total fancy. Man kann jetzt hier auch in diesem Live-Interface so eine Farbe ändern. Ne? Und dann sieht man direkt in der Live-Vorschau, wenn es denn funktioniert. Er lädt noch. Naja, eigentlich ist es lokal. Ah, geht auch schneller. Nein. Ja, dieses Internet, also an sich geht es dann schnell und fast in Echtzeit. Hier ist es jetzt mehr Zeit als echt. Aber ja, man kann eben alle der neuen Funktionen hier einstellen und eben live sich anschauen, was sich ändert, ohne irgendwie abzuspeichern, neu zu laden, Seite wechseln, Tab wechseln, wieder was geschlossen und kann dann hier eben sich ansehen, wie das alles funktioniert. Dann schon vor langer, langer Zeit, also vor einem knappen halben Jahr oder so, gab es da mal eine Webplayer 3 Beta, die wir auch still und heimlich als Einstellung in den Publisher übernommen haben. Das haben wir noch keinem so richtig verraten, weil, naja, ist halt noch nicht Feature-Complete, wie wir uns das vorstellen, aber wer wagemutig ist oder war oder sein wollen wird, kann den Webplayer 3 auch mal ausprobieren. Auch dazu eine Demo, mal sehen, ob es jetzt schneller funktioniert. Ah, hier ist er schon. Genau, der sieht dann so aus. Eben auch mit Kapitelmarken, Sharing-Interface. Downloads direkt integriert und ja, im Infobereich. Das Ganze kann man einstellen in den Settings. Die sind jetzt etwas gewandert, nämlich in die Podcast-Settings, Podlove Podcast-Settings. Und dort gibt es jetzt einen Player-Tab, also ab 2.4, wo man die Webplayer 3 Beta auswählen kann, so man das möchte. Auf eigene Gefahr. Wie angekündigt, Katzen statt Kaffee. Darum, bevor es weitergeht. Falls ich das nicht gesagt habe, nehme ich es zurück und behaupte das Gegenteil. Kaffee. Und dann auf zur 2.4. Ein Thema, das wir angegangen sind, sind die Analytics. Da gibt es ja immer viel zu tun. Es ist unmöglich, alles umzusetzen, was so uns entgegengeworfen wurde und was wir auch vorhaben, noch zu tun. Was wir uns diesmal vorgenommen haben, ist die Übersicht. Also das, wenn man auf Analytics klickt, was man da sieht, was einem da entgegengebracht wird. Und da in erster Linie dieser bisher blaue Graph ganz oben, was die Summe aller Downloads an einem Tag angezeigt hat, wo viele uns auch gefragt haben, da ist jetzt so ein Peak, aber ich weiß gar nicht warum, weil es eben die Summe über alle Episoden war und es war schwierig herauszufinden, welche Episode das war. Und was wir jetzt machen, ist eben zumindest die Top-Episoden vom sichtbaren Bereich einfach farbig zu markieren, sodass man sieht, oh, dieser Peak da, das war jetzt eben von LNP 178 in Orange. Man würde eben auch erkennen, wenn etwas ältere Episode plötzlich mal irgendwie wieder populär wird, dann gibt es dort eben dann einen andersfarbigen Peak. Hier ist es jetzt relativ
offensichtlich, also einfach beim Release der Episode, gibt es eben einen starken Ausschlag, der mit der Zeit nachlässt. Genau. Der grundlegende Ansatz bei uns immer, wenn wir etwas an den Analytics anpassen oder verändern, ist, welche Fragen können wir mit einer Visualisierung beantworten. Vorher mit diesen, also quasi gab es ja die gleiche Ansicht, nur in Blau, gab es halt immer die Frage, welche Frage beantwortet das? Und ich habe immer geantwortet, ja, gar keine eigentlich, ist eher so für das wohlige Bauchgefühl. Ja, die Leute laden meinen Podcast auch runter, aber ich denke, mit der kleinen Änderung schon nur hier sind jetzt deutlich mehr Aussagen zu treffen. Das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, ist der Bereich darunter mit den Zahlenwänden. Da werden jetzt mehr Zahlen erscheinen als vorher, aber vermutlich sinnvollere Zahlen. Was wir bisher angezeigt haben, sind pro Episode die Downloads der letzten 24 Stunden oder der letzten Woche etc., was relativ wenig Aussagekraft hat, weil es ist nicht vergleichbar von Episode zu Episode. Es ist irgendwie so eine Information, die nimmt man so hin und denkt sich so, okay, und jetzt? Darum sind wir hier genau den anderen Weg gegangen und wir zeigen, wie in der Detailansicht auch, jetzt die Downloads seit Release an. Das heißt, ich habe jetzt von allen Episoden die Downloadzahlen in den ersten 24 Stunden und auch eben in den ersten 48 Stunden etc. Sodass ich da direkt Episoden miteinander vergleichen kann und auch abschätzen kann, welche Episode jetzt vielleicht von Anfang an irgendwie nachgefragter war als eine andere. Wir tüfteln noch etwas hin und her, wie viele Spalten genau wir da haben wollen, wie viele sinnvoll sind. Hier ist gerade das Maximum 4 Wochen. Wir wollen noch bis auf ein Jahr hinaus. Mal schauen, da könnt ihr uns auch gerne dann Feedback geben, was für euch sinnvoll ist oder ob ihr irgendwie andere Vorschläge habt. Genau. Das habe ich alles schon gesagt. Darum gibt es jetzt Kaffee. Bevor es zu etwas Technischem geht, Achtung, wir hatten eine Initiative gegen Unknown User Agents. Also wenn ihr euch fragt, User Agents, was für Agenten muss ich mich jetzt irgendwie verstecken? User Agents benutzen wir, um euch in den Analytics anzeigen zu können, woher die Downloads kommen. Also ist das von iOS, ist das von einem Mac oder von einem Windows-System? Und so weiter. Die schicken die Browser oder eben Clients mit und wir können die auswerten. Und das ist so eine kleine Wissenschaft für sich. Und in unregelmäßigen Abständen schauen wir mal über unsere Daten, die wir gesammelt haben, drüber, ob das irgendwie alles noch so sinnvoll ist, ob die Daten korrekt sind oder ob wir da irgendwie was an Stellschrauben drehen können, dass es einfach besser wird. Und derzeit haben wir einfach noch relativ viel in der Unknown-Kategorie. Und die haben wir uns mal angeschaut. Kurz zum Verständnis, wer noch nie so ein User Agent gesehen hat, also was, wer sowas mitschickt, das oben ist ein gutes Beispiel, das ist von der Podcat. So stellt man sich das vor, da steht eben der Clientname podcat/Versionsnummer und in Klammern so ein bisschen Blafu von, ja, ich komme von einem iPhone und das ist iOS und da kommt noch eine Versionsnummer. Das unten ist, wie es halt so von so einem Browser aussieht. Das schreibt eigentlich jeder Browser so alles rein, was es so gibt. Aber es gibt trotzdem Tools, die einem dann sagen, ah, das da ist jetzt im Übrigen Safari oder wie auch immer. Das passt schon. Aber es gibt auch andere User Agents. Zum Beispiel S97 Select PG Sleep oder irgendwas mit Logik drin. Das sind Exploit-Versuche, Angriffe, die wir bisher nicht gesehen haben. Also die Exploits kamen nicht an, die wurden einfach so weggeschrieben. Das waren auch so bei LNP, glaube ich, so ein paar Tausend. Also nicht merklich in den Statistiken, aber zumindest Datenmüll, den wir in Zukunft auch einfach raussortieren. Dann auch eine sehr schöne Kuriosität war, wo ist eigentlich die Podcasts-App von Apple, die wir nicht gefunden haben? Das ist jetzt sehr technisch, aber wirklich sehr kurios. Was die Clients machen, ist, die holen sich natürlich die Episode, das machen sie mit
GET, was so ein HTTP-Client aber auch machen kann, ist zu sagen, gib mir mal einfach nur die Metadaten, die du hast. Dass ich weiß zum Beispiel, wie lang ist die Datei und sowas. Und bei dieser Anfrage der Metadaten schickt die Podcasts-App eben diesen Head-Request mit dem korrekten User-Agent, Podcast gleich 2.4. Super. Wenn sie dann aber tatsächlich die Datei holen, schicken sie generischen Blafu, ich komme von einem Framework von iOS. Viel Spaß. Was halt jede App sein könnte, die vergessen hat, ihren User-Agent anzugeben. Und da wir Head-Requests nicht speichern können, sollen, gibt es derzeit keine Podcast-App in den Statistiken. Also die erscheint eben als Mobile Safari / Podcast-App, was eben eins von beiden sein kann. Naja, wenn jemand mal genug Support-Requests an Apple stellt, Radars erstellt, vielleicht funktioniert dann ja noch etwas besser. Bis dahin, was? Wir haben genug zu tun mit solchen Problemchen, aber Hürden sind dazu da, um überwunden zu werden. Genug Technik. Erstmal wieder etwas Kaffee. Dann zum Podigee Webplayer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Ben von Podigee hat auch an seinem Webplayer gebastelt und wir haben uns gedacht, dann nehmen wir den doch einfach mal mit rein. Der sieht so aus. Ist eben auch ein Webplayer und es ist einfach eine weitere Alternative zur Auswahl. Wenn einem der Podlove Webplayer nicht passt, dann passt der vielleicht besser. Den kann man genauso hier dann in diesem Webplayer Interface einstellen. Speichern und dann erscheint er hier, wenn es klappt. Genau, wie eben jeder andere auch. Der ist noch nicht so feature-complete, wie er auf Podigee selbst ist. Muss ich mit Ben nochmal sprechen. Ich habe gehört, damit geht auch Embedding. Hier in der Variante jetzt noch nicht. Wir müssen nochmal sprechen, dann schauen wir mal. Also ein paar Sachen gehen auf keinen Fall. Also was der Podigee-Player selbst kann, ist Feeds entgegennehmen und dann eine Liste der Episoden anzuzeigen. Das geht aus technischen Gründen wahrscheinlich im Publisher nicht, wegen SSL, Foo und Ajax-Kram und Daten nachladen von anderen Domains. Aber wir schauen mal, was möglich ist. Was noch eine weitere Aufräumaktion, die ich mit der 2.4 angegangen bin. Es gibt jetzt so quasi so eine Administrationsseite für Tools. Was es bisher schon gab, war ja so eine so ein Reparier-Button, auf den ich immer mal Leute geschickt habe, die irgendwo aufgeschlagen sind und meinten, na, da geht irgendwas nicht. Dann war meine erste Antwort häufig, hast du mal auf den Reparier-Button geklickt. Und da gibt es noch so ein paar andere Geschichten für Analytics, die irgendwas neu anstoßen oder reparieren könnten. Genauso wie Import und Export ist dorthin hingewandert. Und die 2.4 kann auch einiges mehr. Das sind die vorläufigen Changelogs. Da steht noch kein Analytics-Kram drin, aber der ganze Rest, so Fixes und Enhancements und Kleinigkeiten und größere Sachen sind da mit drin. Könnt ihr schnell durchlesen oder auf GitHub. Und dazu empfehle ich einen Kaffee. Hier einen sehr leckeren in Singapur. Der kostet etwas mehr als ein Glas Wein, aber war auch sehr lecker. Und damit können wir in den Frage-Antwort-Teil übergehen. Vielen Dank. Fragen zu, kann zum Release sein, kann aber auch was Generelles sein zum Publisher, zu Podcast-Publishing mit WordPress, zu Podcasting, zu Finanziermodellen von Entwicklern. Genau. Der ist wieder so übersteuert, ich nehme den anderen.
So, besser. Ja, also wir machen ja immer solche Feinabstimmungen, machen wir immer sehr viel zusammen, gerade was so diese Analytics betrifft. Haben wir uns dann auch neulich mal wieder so ein bisschen zusammengesetzt und ein bisschen drüber nachgedacht, so was will man eigentlich? Auch gerade so diese Prämisse immer, man sollte nur anzeigen, wofür es auch eine korrekt formulierte Frage gibt. Jetzt haben natürlich, vermute ich, andere Leute auch ganz andere Fragen an eure Analytics. Insgesamt muss ich sagen, waren wir so ein bisschen nach dem Rollout der Analytics waren alle so ganz glücklich und dann kam irgendwie gar nichts. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, so guckt sich das jetzt keiner an oder sind jetzt alle total glücklich, weil vorher haben immer alle Analytics, Analytics geschrien, dann war das da und dann war irgendwie Silence so. Von daher kramt vielleicht auch noch mal so ein bisschen in euch. Vielleicht gibt es ja Fragen, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, aber die euch das System derzeit einfach noch nicht sagt. Tatsächlich ist die Liste von Dingen, die wir uns vorstellen können, relativ lang, aber es ist halt teilweise eben auch eine große technische Herausforderung, das dann eben auch wirklich korrekt aufzuarbeiten, zumal eben derzeit auch noch relativ viel Arbeit in diese Entflechtungen fließt, ne? Also, dass man überhaupt erstmal diese Daten besser verstehen muss. Also diese Exploits zum Beispiel ist einfach irre. Also stellt euch sozusagen schon mal darauf ein, dass eure Downloadzahlen um 10% zurückgehen werden, wenn wir dann erstmal diese ganzen Exploits rausfischen, die wir bisher für legitime Download-Anfragen gehalten haben. So, gibt es Fragen oder Anregungen? Heiko, hast du gerade was? Nein? Das ist diese Silence, die ich meinte. Also ihr seid alle total glücklich. Benutzt ihr das überhaupt irgendjemand? Wer benutzt den Publisher? Ah. Und alle glücklich, keine Wünsche, keine Probleme. Vielleicht eine Frage, neben dem Quantitativen zu dem Qualitativen, dass man ein bisschen mehr darüber erfährt, vielleicht wie Benutzer den Podcast benutzen, gerade bei dem Webplayer, weil bei uns ist es zum Beispiel so, dass bei manchen Folgen eben deutlich über die Hälfte über den Webplayer geht, weil eben viele Leute da nicht wissen, was ein Podcast ist und die sind sehr dankbar dafür, dass es dann diesen Webplayer gibt. Und die hören sich das dann auch immer wieder an und suchen ganz bestimmte Teile und wollen ganz bestimmte Sachen hören. Ob da irgendwelche ja, Dinge geplant sind oder möglich sind, dass man ein bisschen mehr in die qualitative Richtung auch was erfährt. Also darüber sprechen wir letztendlich schon so lange, wie es den Gedanken des Webplayers gibt und unsere Analytics. Klar, es gibt so verschiedene Events quasi im Laufe des Hörprozesses, die einen interessieren. Das ist halt, hat angefangen oder hat es angefangen runterzuladen, hat es komplett runtergeladen, dann eigentliche Hörprozess hat es gestartet, hat es zu Ende gehört, hat vielleicht irgendwo Stopp gedrückt. Das sind alles irgendwie Informationen, die man auch sammeln könnte und auswerten könnte. Haben wir im Hinterkopf, aber derzeit keine konkreten Bemühungen, das auch anzugehen. Also, es ist schon mal diskutiert worden. Also, es ist die Frage, also, ich muss jetzt nochmal fragen, was ist die Frage? Also, was genau möchtest du beantwortet wissen? Also, irgendwie Statistiken kann man sich alles Mögliche herausziehen, aber eine Statistik, wie viele Sekunden hat der Cursor über dem Play-Knopf gewabert, bevor er draufgedrückt wurde, kann man natürlich generieren. Die Frage ist, bringt das irgendjemand Ja, was? zum Beispiel, wie bewegen sich die Hörer in dem Podcast? Wenn ich Kapitelmarken anbiete, gerade wenn der Podcast lang ist, ja, wie werden die genutzt? Werden die vielleicht von 2 Dritteln der Leute gar nicht genutzt, sondern die hören das einfach linear durch? Oder springen die hin und her? Oder wird da nur mal ganz schnell alles angeteasert und dann ab und zu mal ein Kapitel gehört? Weil so habe ich, wenn ich mir die Statistiken angucke, kann ich mir, wie du eben gesagt hast, dieses wohlige Bauchgefühl holen. Ah, die haben ja alle meinen Podcast gehört. Aber was sie jetzt wirklich gehört haben, weiß ich dann ja nicht. Gerade wenn man jetzt nicht
10.000 Hörer hat und auch jede Menge Feedback bekommt. Ja, aber was ist die konkrete Frage? So ein bisschen wie mit der 42, ja? Also wie ist sie formuliert? Was genau willst du wissen? Also irgendwie, wie man da so hin und her springt, lässt sich halt schwer quantifizieren. Ja, mich interessiert natürlich in dem Fall speziell, aber auch generell auf so einer Metaebene, wie wird denn ein Podcast konsumiert im Vergleich zum einer Radiosendung oder sowas? Weil ich ja gerade eben, er ist viel länger als viele Sendungen, ich biete eben verschiedene Features an und werden diese Features wie Kapitelmarken überhaupt genutzt oder ist es vergebene Liebesmüh, sich damit viel Arbeit zu machen? Also Vergleich zu Radiosendungen haben wir nicht, weil da gibt es gar keine Zahlen, also können wir da keinen Vergleich herstellen. Ich glaube, das wissen die im Radio auch nicht. Kapitelmarken, naja, weiß ich nicht. Also ich nutze Kapitelmarken zum Beispiel auch, indem ich sie zur Kenntnis nehme. Man muss sie ja nicht unbedingt anklicken, um einen Nutzen daraus zu haben. Also worauf ich hinaus will, es ist etwas schwer, sowas zu quantifizieren. Man könnte natürlich sagen, wie oft wurde direkt eine Kapitelmarke im Webplayer angeklickt? Was sagt dir das dann? Also ich klicke halt auch viele Kapitelmarken in meiner Podcast-App an. Am laufenden Meter, überspringe irgendwelche Dinge, spule nochmal zurück, höre mir das nochmal an. Ich glaube, dass solche Zahlen eigentlich nur dann generiert werden können, wenn im Prinzip alle mitspielen würden. Also wenn auch alle Podcast-Player da in irgendeiner Form Daten zurückliefern würden, wofür es überhaupt gar keinen Rückkanal gibt. Also ich glaube, wir können uns auch davon trennen, dass wir da jemals irgendeinen Standard durchgesetzt bekommen, an den sich dann alle halten, wenn man sich jetzt schon anschaut, an wie wenig sich Podcast-Clients heute schon halten. Und wenn es nur sowas ist, wie schickt man normalen User-Agents drin, damit wir überhaupt mal wissen, wer ihr seid. So, ne? Gibt auch Podcast-Clients, die nennen sich dann iTunes. Warum auch immer sie nicht in Statistiken auftauchen wollen. Oder es gibt Pocket Casts zum Beispiel, ist der Meinung, sie müssten uns nicht sagen, ob das jetzt auf dem Android oder auf dem Windows Phone oder auf dem iOS läuft. Habe ich mal nachgefragt. Ja, wegen der Privatsphäre unserer Hörer, also unserer User. Wo ich mich halt frage, was hat jetzt das Betriebssystem mit Privatsphäre zu tun? Aber es gibt da einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Also viele Daten fallen halt auch einfach nicht an. Das ist skurril. Und beim Webplayer, ja klar, ich könnte mir das so einiges vorstellen und sicherlich könnte man in diesem Webplayer auch in irgendeiner Form so Callbacks machen und das dann irgendwie so lokal einsammeln. Nur am Ende ist halt immer die Frage, was ist die Frage, die man jetzt wirklich beantwortet haben will und kann man es darüber überhaupt beantworten? Ja. Ja, das ist die Frage, ob man es damit beantworten kann oder nicht, weil wie gesagt, die Frage ist eigentlich, wie wird der Podcast von den Hörern genutzt oder benutzt auch? Ja, also ich frage mich vor allem wirklich, also warum fragt ihr nicht so Sachen wie Geolocation? Also interessiert euch das nicht irgendwie? Das ist noch nicht drin. Wir sammeln diese Daten, wir bereiten sie bloß derzeit noch nicht auf. Ist das total uninteressant? Können wir die Analytics auch wieder ausschalten? Also gerade mal zu der Frage mit dem Geolocation, das mache ich im Prinzip jetzt einfach aus den Server-Log-Files. Da habe ich einen AW-Stats laufen, was mir einfach so sagt, wie viele Zugriffe kamen von wo. Also die Geolocation hole ich mir von woanders. Wenn sie jetzt in Podlove drin ist, dann würde ich sie mir von dort holen. Ja. Aber jetzt mal so konkrete Fragen. Also eine konkrete Frage, die ich habe, die wird jetzt ja auch schon beantwortet, ist, wie viele Downloads hat eine Episode in den ersten Zeiteinheit nach Release, weil das ist so ein Gradmesser, wie performt die Episode. Ist die jetzt populär oder nicht? Dann, was ich eine andere Frage ist, die ich habe, ist, wie geht's dem Podcast so insgesamt? Wie viel Hörer gibt's so? Entweder gehen die Hörerzahlen hoch oder runter? Dann wäre es vielleicht so ein Gradmesser, Downloads in den ersten Zeiteinheit gemittelt über die Monate Mai bis
Juli oder sowas. Ne? Also, über Monate oder über Episoden? Ich glaube, über Zeiteinheiten ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, es kommt eben, gut, das kommt dann, bei Zeiteinheiten ist schwierig, weil die Podcasts unterschiedliche Takte haben, also, aber halt eben über Episoden könnte man auch nachdenken. Also du meinst zum Beispiel so eine Kurve, also wir haben ja, ich weiß nicht, kannst du mal kurz den Slide mit dem mit der neuen Übersicht machen? Das ist eine ganz gute Anregung, glaube ich. Eins soweit. Noch einen. Ach, die Übersicht. Genau, die Übersicht. Kann man das so ein bisschen sehen? Also man liest das quasi jetzt, das ist jetzt die neue Übersicht, die jetzt kommt. Das ist der erste Tag im Sinne von die ersten 24 Stunden. Also wir rechnen ja sozusagen immer ab dem Zeitpunkt des Releases. Das sind keine Wochentage, sondern das sind sozusagen immer 24 Stunden Einheiten. So, das sind sozusagen die akkumulierten Downloads nach 24 Stunden, nach 48 Stunden etc. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, eine Woche. Und dann hören wir auf mit der Tagesaufspaltung, weil das ist dann, glaube ich, ein bisschen gaga, und fangen halt machen mit Wochen weiter. Erste Woche, also 7 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Und wie schon gesagt, danach könnte ich mir vorstellen, dass man dann auf Kalenderjahr geht und dann Vierteljahr, halbes Jahr, Dreivierteljahr, ein Jahr noch macht, weil an der Stelle steht das ja eh nicht mehr so sehr in der direkten Relation. Also man hätte ja jetzt auch in 4 Wochenschritten weitergehen können, aber ich glaube, das ist dann irgendwie Quatsch, weil ja einfach, wenn man sich die typische Download-Kurve anschaut, das ohnehin zu vernachlässigen ist. Da ist dann sozusagen keine Dynamik mehr drin, die man dann auch groß auf den Tag genau rausrechnen müsste. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und das finde ich ganz interessant, könnte man im Prinzip nochmal oben überlegen, dass man eine Grafik anzeigt, die quasi so eine Spalte nimmt, wie alle Episoden nach einer Woche. Genau, und dass also man sozusagen den Verlauf, wie tun alle meine Episoden, wie performen alle meine Episoden nach einer Woche oder nach 4 Wochen, dass man so sozusagen stackt oder mehrere Linien oder sowas hat, weil man dann sieht so, aha, genau, es wird also besser oder es wird schlechter. Das ist genau das, was ich jetzt halt immer von Hand mache. Ich gucke immer, wie hat die aktuelle Episode, sobald die eine Woche draußen ist, schaue ich, wie viel habe ich in dem Balken nach einer Episode. Gehe ich mit der Maus drüber, dann wird angezeigt so und so viele. Und dann schaue ich, okay, wie waren das vor 3 Monaten? Und dann gehe ich halt zurück in irgendeine Episode vor 3 Monaten und mache das dann genauso. Dann denke ich mir, ah, das war jetzt vielleicht gerade eine besonders populäre Episode, weil da war das und das. Und dann gucke ich mal bei der nebendran. Wenn man das so grafisch irgendwie so hätte, dass man so sieht, okay, das entwickelt sich so nach oben und dann hier geht es halt runter oder halt so. Ne? Das. Ich meine, letztendlich hast du ja 3 Achsen, also die Downloads, die Zeit und die Episode. Mhm. Kann ich auch einen 3-dimensionalen Graphen malen? Nee, es wird im Prinzip zweidimensional reichen, wenn du halt sagst, ganz rechts die aktuelle Episode oder die Episode, die neueste Episode, die schon eine Woche draußen ist. Ganz rechts, wie viel hat die nach einer Episode, und dann Episode für Episode rüber als Barchart. Halt mit manueller Auswahl, also ob du jetzt eben einen Tag möchtest oder also was die Zeit einnimmt. Ja, ist, das, ja, können wir irgendwie so ein Dropbox machen, wo man sagt so. Ja klar, also wenn du eine der 3 Achsen festhältst und an dem Fall wäre es eben die Zeit, genau, dann geht es zweidimensional. Ja. Jochen, gib mir mal das Mikro bitte. Also eigentlich sowas ganz Einfaches, wie viele Downloads hatte mein Podcast überhaupt, seitdem ich ihn gestartet habe, ist eine Zahl, die habe ich bis jetzt nicht gefunden. Und dann vielleicht, wie viel pro Monat, weil das ist so ein Doch, Index. Das steht im Dashboard, glaube ich. Ich habe gerade eben, habe ich im Network-Dashboard, da stehen nicht im Network. Laufzeiten, oder? Im Network nicht, also für einen Podcast ist das im Dashboard oder nicht? Lass mal nachgucken, nicht, dass wir was ganz Offensichtliches übersehen haben. Echt? Doof anstellen bin ich ja gut. Also was es gibt, ist im Nee, haben wir nicht. Lustig. Ja, ne? In den Analytics gibt's. So sowas meine ich. Gibt's ein Also über Talk, sowas aber nicht über alle Episoden, ne? Berechne ich dann ja im Grunde meine Reichweite. Ich sag dann halt irgendwie Downloads pro Monat, und wenn ich das über die Laufzeit des Podcasts sehe, kann ich halt auch wieder mit Leuten reden, ne?
Ja, wir haben die Summe nicht. Ist lustig, ne? Ja, also ich, hast du nicht in der neuen Übersicht unten jetzt schon irgendwelche Summaries noch so gemacht? War doch noch unten was. Da steht nur, wann es generiert wurde. Also wie alt die Daten sind. Ach so, ja, okay, gut. Ja, ich hatte das, genau. Also, guter Hinweis, ne? Das sind immer die einfachen Sachen. Ja. Also was? Die Summe über alle Episoden, also alle Totals sozusagen gemeinsam. Ja. Also was natürlich wieder angefragt wurde, ist, diese Ansicht, die es für Episoden gibt, eben auch für Gesamt zu haben. Das gibt derzeit schlicht die Technik nicht her. Weil, ja, es kommt eben stark darauf an, wie viel Downloads ihr habt. Wenn ich es auf der Meta-Ebene mache, dann funktioniert das, aber dann frisst mein Browser 4 GB RAM, weil ich einfach für dieses dynamische Interface mehr oder weniger alle Daten fast roh in den Browser holen muss. Ich mache das ja auf der Erdebene, ne? Und also ich will einfach nur eine Zahl. Ja, die also Zahl, die Summe, die, und man könnte sozusagen bestimmte Aspekte einfach rauslassen und for the sake of overview irgendwie so. Oder halt mehr zwischen Cachen, zwischen Berechnen, ändert sich ja nicht am laufenden Meter. Beliebig viele Ansätze, muss nur gemacht werden. Ja, okay. Na gut, aber das ist klar. Okay. Magst du denn mal kurz? Ja, ich will mal ein anderes Thema aufmachen. Also Analytics, eine kurze Rückmeldung, das ist immer die erste Seite. Wenn ich in mein Admin-Tool reingehe, dann gucke ich mal auf die Analytics und gucke, was da so passiert. Nur so mal als Rückmeldung. Ansonsten habe ich so eine Sache. Ich habe ja jetzt seit dem letzten Workshop angefangen, mich überhaupt mit diesem Podlove mal zu beschäftigen. Und für mich war das so, ich habe so den Eindruck, das hat sich immer weiter und weiter entwickelt und ist komplexer und komplexer geworden. Und irgendwie finde ich so, wenn man so als Einsteiger da rangeht, das ist relativ schwierig, erstmal zu wissen, wo finde ich eigentlich Informationen. Also ich habe irgendwie nirgendwo einen einfachen so How-to, okay, da steht jetzt drinne, so muss ich das machen, dass der Podcast irgendwie rausgeht. Irgendwie, ich habe irgendwie nicht so richtig gefunden, okay, einfach anfragen und dann... Nee, ist das Video hier nicht drin? Nee, das Video gibt es nur auf der... Stimmt, das Support können Sie eigentlich auch noch hin. Es gibt irgendwie Videos, aber die Versionen waren irgendwie super alt und sahen ganz anders aus. Es gibt jetzt... Wo bist du denn jetzt? Ach so, hier... Ach, da ist nur das Video. Ich dachte, du hättest es auch auf der Support-Seite drauf. Nicht? Noch nicht. Ah. Ah, das ist aber ein neues Video, oder? Genau, das ist ein neues Video, genau. Das, ich habe, glaube ich, keinen Ton. Wahrscheinlich haben wir keinen Ton. Klassiker. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, relativ vor kurzem, also recht aktuell, ein kompletter Walkthrough eines Initial Setup sozusagen auf Englisch, freundlicherweise von Bicycle Mark vertont, sodass es auch ordentlich klingt. Also Englisch klingt, Englisch genug klingt. Das ist jetzt eine Hilfe, das beantwortet natürlich dein Verlangen nur begrenzt, ist ja klar. Stimmt auch. Wir haben, also viele Features heißt halt auch immer drohende Komplexität und da ist sicherlich einiges dazugekommen, auch wenn eigentlich immer mal wieder was, also wir eigentlich am laufenden Meter immer mal wieder versuchen, wo wir Dinge vereinfachen können. Also unter der Haube in der 2.4 sind auch ein paar Vereinfachungen drin. Das heißt, wir ziehen Sachen, die zum Beispiel Feed-Konfiguration, die immer pro Feed einstellbar waren, werden global und so. Also wir wollen sozusagen das alles auch schrittweise entflechten. Es gibt auch so eine Art Plan, wie wir künftig mit den Assets umgehen wollen, weil das ist auch für viele manchmal etwas schwer verständlich. Ich weiß nicht, wer von euch hat das Gefühl, er hat das mit den Assets verstanden? Ja, genau, das dachte ich mir schon. Tatsächlich halten wir das nach wie vor für so ein relativ starkes Konzept, aber was ein bisschen schwer vermittelbar ist. Aber so in Zukunft, also das heißt jetzt nicht unbedingt nächste Version, aber so in einer der nächsten Versionen soll das alles vereinfacht werden, aus verschiedenen Gründen. Wir wollen das ein bisschen logischer machen. Wir wollen es auch so machen, dass wenn man das jetzt neu anlegt, dass sozusagen so, ich lege jetzt, sagen wir mal, ich mache einen Audio-Podcast, dass man dann nur noch sagt, ich mache Audio, dann hat man so ein Audio-Asset und dann sagt man nur noch, das hätte ich gerne in den Formaten, dass das dann automatisch alles auftaucht.
und dass dann auch automatisch Feeds eingerichtet werden, dass also sozusagen, wo jetzt vielleicht 3 oder 4 Schritte nötig sind, dann nur noch 1 oder 2 Schritte nötig sind. Das ist so das eine, was damit reinkommen soll. Und wollte ich jetzt gerade noch sagen zu den Assets? Dass die Media-Files verschwinden oder? Genau. Und wir haben ja zum Beispiel auch derzeit, was auch viele Leute verwirrt, wenn es sozusagen von Anfang an ja auch als Power-User-Feature war für Power-User, dieses, deine Datei muss auf einem anderen Server sein und man hat immer so dieses, die URL wird zusammengesetzt aus einer gewissen Logik und man muss nur dafür sorgen, dass die richtige Datei am richtigen Ort liegt. Da habt ihr euch jetzt mehr oder weniger alle dran gewöhnt, dass das halt so ist und das passt ja auch in vielerlei Leute Workflow, aber künftig wollen wir halt auch die Möglichkeit bieten, dass man einfach direkt die Audiodateien ins Blog hochlädt zum Beispiel, ja, oder vielleicht von dort auch nochmal durch Auphonic durchjagen lässt, etc. Also das sind alles so Sachen, die wir gerne machen wollen. Und in dem Zuge wird es auch noch weitere Vereinfachungen geben, damit man auch einfach mal so eben so einen Podcast aufsetzen kann, ohne jetzt noch groß mit SFTP-Servern hantieren zu müssen. Und dass man quasi alles im selben System machen kann. Ja, ich will mal noch ein kurzes anderes Feedback geben, was ich auf der Republika aufgeschnappt hatte bei den Podcast-Partnerin auf der Republika, da hatte ich auch den Podlove angesprochen, die meinen so, naja, da gibt es ja nicht diesen schönen, das ist ja nicht, ich mache da nicht einfach das Interface auf und dann ist da der Upload-Button, wo ich dann halt die Datei reinschmeiße und dann drücke ich Publish und dann ist fertig. Und so ist es ja wirklich nicht, man muss halt die Datei irgendwo, aber wenn das kommt, ist ja cool. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dann allen Vereinfachungswünschen, ob wir dann genug entgegenzusetzen haben, aber es ist vollkommen klar, dass dieses Bedürfnis existiert, aber das hat halt auch ja immer auch technische Gründe, weil wenn man sich erstmal das auch noch aufheizt, kommen dann auch sehr viele Fragen auf, die wir derzeit eigentlich zum Beispiel in externe Systeme delegieren, ja, dann kommt auf einmal Bitraten und wie groß soll es denn sein und welches Format hätten sie denn gern und so, also auf einmal muss man sich mit Sachen rumschlagen, die derzeit woanders stattfinden, aber ist klar, das wollen wir auch alles kapseln mit entsprechenden Defaults, das ist zumindest das Ziel. Ich hätte noch eine Analytics-Frage und zwar, ich setze jetzt nächste Woche erst das auf, deswegen kenne ich das jetzt noch nicht so ganz genau. Gibt es eine Möglichkeit, sich den kompletten Analysedatensatz als Zahlen einfach runterzuladen als Sheet? Weil das würde mich halt interessieren, weil mein Workflow wäre halt, ich würde verschiedene Podcast-Folgen aufnehmen und sie dann auch sozusagen promoten. Und mich interessiert dann ja natürlich, wenn ich sozusagen auf dem Vortrag war und auf der Veranstaltung, hat das Auswirkungen auf die jeweiligen Folgen und wenn welche und welche Marketingmaßnahmen haben sich besonders gut gelohnt. Also das wäre so das meine Frage dahinter. Ne? Und da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was genau für Zahlen ich brauche. Ich habe zwar Erfahrungen so mit normalem Social Media Marketing, aber manchmal ergeben sich so Zusammenhänge erst, wenn man das ganze Bild sieht. Also in welcher Auflösung hättest du das gerne? Ich hätte es einfach nur als Datei. Also visualisieren kann ich. Ja, was hättest du gerne als Datei? Eine XML oder was auch immer. Nein, was für Daten hättest du gerne? Was nimmt ihr denn alles raus? Also ich weiß nicht, wie der Datenschutz woher gibt. Also Downloads, aber in welcher Aufschlüsselung? Also was wären Tage, Wochen, Monate, Stunden, Sekunden? Na, Tage würde reichen, weil ich da dann identifizieren kann, wo ich war, an welchem also Tag. Du möchtest zum also Beispiel, wenn ich an einem Tag Republika was gemacht habe und jetzt hier bin, würde ich gern schon separieren können, welches Publikum war. Würde es dir auch so reichen, wie es hier in der Übersicht ist? Weil Tage heißt ja, ein Podcast ist unter Umständen 1000 Tage online. Möchtest du dann 1000 Spalten in deiner Tabelle haben? Ja, ich würde es durch meine eigene Visualisierung jagen und dann würde der dann das visualisieren, was ich gerne hätte. Ich hätte halt nur immer gerne den vollen Datensatz, um damit also umzuspielen. Also gerade an deinem Beispiel, wenn du wirklich eine Episode promotest, genau, aber kannst bei Podcast, du aber auch kannst ja du aber auch hier reingehen und sagen, ich hätte gerne eine Auflösung von einem Tag und siehst dann dort einen Peak eventuell. Na, ich habe jetzt schon weitergedacht, nach dem Motto, man hat vielleicht 10 Folgen und über mehrere Zeiträume und ich habe so aus Erfahrung gehört, dass viele Leute sagen, das ist interessant, dass über einen längeren Zeitraum die Leute doch wieder bei der ersten Folge einsteigen. Oder es gibt halt Leute, die hören von 1 bis 240 durch und andere, die steigen in der Mitte ein, springen thematisch und das ist ja dann spannend. Also wenn ich auf eine Physiker-Kommunikationstagung gehe, gucken sich die Physiker eigentlich die Physikthemen an oder springen die zu Sozialwissenschaften und warum wäre dann die Frage für mich dahinter? Es ist schon sehr tief. Ja, nachvollziehbare Fragen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass wir das wirklich mit dem Zahlenmaterial auch beantwortet bekommen. Ist natürlich legitim. Grundsätzlich nehme ich jetzt mal die Anregung mit, die Übersichtsdaten in einem sinnvollen Format
einfach exportierbar machen, dass man hier einfach sagt Export und man kriegt da so ein, keine Ahnung, XLS, CSV, genau, was auch immer bei raus, weil dann würden wir es sozusagen den Excelianern freistellen, daraus ihre eigenen Analysen zu machen und das wäre natürlich auch interessantes Feedback, wenn dann sozusagen, hier guck mal, meine Visualisierung, ich habe mir mal die Zahlen mal so von Hand angeschaut, dass man daraus dann eben neue Fragestellungen gewinnt, die man hier unter Umständen direkt einbauen kann. Ja. Könnt das mal da hinten weiterreichen? Ich habe noch so ein Thema. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, ist 16 Uhr, aber machen wir jetzt noch mal zwei, drei Fragen. Okay. Also wenn ich Episoden neu anlege, komme ich dann immer an die Frage, ach, ich brauche ja noch einen Contributor. Und das ist dann ein totaler Bruch im Workflow, weil ich dann in eine ganz andere Menüstruktur reinsteige. Also das wäre toll, wenn man in der Episode sich eben den Contributor reinwerfen könnte, am besten mit Bild, und dann da fertig wird. Ja, mit Bild würde es das sehr komplex machen, aber wenn man zumindest sagen könnte, hier ein neuer Contributor und Name, ich weiß nicht, was haben wir da für ein, schwierig. Was gibst du für Felder ein beim Contributor? Also weil das komplette Interface irgendwie als Overlay oder... Ja, aber andere geben halt noch Social-Kram an und Donations. Und es wäre zu überlegen, ob man so ein irgendeine New-Funktion mit reinmacht. Ich kenne das Problem, finde es überschaubare Belastungen. So müsste man mal drüber nachdenken, ja. So, nächste Frage. Ich habe noch eine Idee zu dem, was wir vorhin besprochen hatten. Downloads in der ersten Woche, Stunde, sowas. Man könnte auch Downloads bis zum Release der nächsten Episode. Also wie viele Downloads hatte die Episode, bis die nächste an erster Stelle war? Was willst du da rausziehen? Also welche Frage soll das beantworten? Das beantwortet die Frage, wie verleitet das Erscheinungsbild der Episode, der Front-Episode, zum Anhören. Dann setzt du aber voraus, dass es da jetzt auch eine Kausalität gibt. Die würde ich erstmal bezweifeln. Okay. Also denkst du, dass irgendwie, oh, dieser Podcast wurde schon 5000 Mal runtergeladen, jetzt lade ich mir auch mal die nächste runter? Also was ich halt immer beobachte, ist, dass die Downloads gehen drastisch zurück, sobald die nächste Episode da ist. Weil die Downloads für eine alte Folge, für die vorherige Folge. Ach so. Für die vorherige Folge, die bricht ein. Und deswegen ist beim Vergleich immer so ein bisschen schwierig, weil wenn wir mal irgendwie, wir haben normalerweise den Wochenrhythmus und wenn wir mal eine Woche aussetzen, dann hat die Folge, die vor der Pause war, hat dann deutlich mehr Downloads. Verstehe, was du meinst. Aha. Das siehst du bei dir im Übrigen auch bei CAE, wo ja auch lange eine Episode oben war und einfach die Episode, die an erster Stelle ist, hat immer mehr Aufmerksamkeit als alle anderen. Klar, weil das ist halt so der Default, wenn die Leute neu abonnieren, kriegen sie halt die letzte nochmal. So, das ist, aber du meinst jetzt nicht, was das durch Neuabonnements rausgeht. Ja. Ich wundere mich übrigens noch, dass eine Sache noch überhaupt nicht gekommen ist, was mich ja total brennend interessiert. So. Interessiert euch nicht, wie viele Abonnenten ihr habt? Also, warum sagt denn das keiner irgendwie? Denkt ihr darüber nach überhaupt? Also, ihr habt euch nicht getraut. Ja, das fehlt hier einfach komplett irgendwie. Das ist nicht drin. Doch, wir können alles, also man muss halt drüber nachdenken, aber die Frage ist, besteht überall, aber euch interessiert das ja offensichtlich nicht. Na, Webplayer-Benutzer sind ja keine Abonnenten. Webplayer-Nutzer sind Webplayer-Nutzer. Abonnenten sind Leute, die den Feed abonniert haben und die halt diesen Feed regelmäßig hinterfragen. Das habe ich halt mir auch immer mit den Server-Log-Files beantwortet. Habe einfach nach Feed gekreppt und die IPs gesortiert und dann halt irgendwie das so abgeschätzt. Ja, mit dem Abschätzen mit Server-Statistiken ist echt so eine Sache. Das ist Voodoo. Aber gut, ich meine, also ich mache es halt so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich benutze halt Feed-Proxys, also in diesem Fall benutze ich jetzt Feedpress, nachdem ich halt längere Zeit Feedburner benutzt habe. Da wird mir das sozusagen abgenommen. Andererseits ist halt deren Prozess auch sehr intransparent. Es ist nicht so, dass sie einem das irgendwie mal erklären würden, wie es funktioniert.
weil ist ja klar, ist ja wieder deren Asset und so, Third-Party-Problematik. Wenn sie das so genau erklären würden, dann könnte es ja jeder machen. Ne? man müsste vielleicht auch nochmal gucken, ich glaube, ob wir diese Feedpress, zum Beispiel Feedpress hat, glaube ich, auch eine API, über die man sozusagen sowas auch einfach noch mit reinholen könnte. Also wenn ihr noch irgendwelche Subsysteme benutzt, außer Feedpress oder Feedburner, wäre das auch nochmal ganz interessant. Ich habe keine Ahnung, ob Soundcloud da irgendwas rausgibt. Ja, wobei bei Soundcloud ist das eh nochmal ein anderes Problem. So, wo ist das Mikro jetzt? Bei mir aber hat sich schon erledigt. Hat sich schon erledigt. Hast du gerade selbst beantwortet. Dann David. David. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir ein Podcast-Theme brauchen. Ja. Deswegen, weil ein Podcast irgendwie ja auf einer Seite das zentrale Element ist und heute haben wir den Player und dann drücken wir auf Play und dann müssen alle die Luft anhalten, dann darf man nichts mehr machen, ansonsten bricht das irgendwie ab. Wenn man auf die Seite später zurückkommt, dann merkt er sich zwar, glaube ich, noch, wo man war zuletzt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, aber ich meine, Leute rennen zu Soundcloud, weil sie wissen, da habe ich unten einen Player drin und ich kann weiter surfen auf der Seite und das Ding läuft weiter. Also, deswegen renne ich ja eher weg von Soundcloud, weil dann ja, anfängt, naja, die Leute rennen dahin, weil sie da die Funktionalität haben. Wenn man jetzt mit einem WordPress-Podcast-Theme so eine Funktionalität dann im Publisher hätte. Ach, du meinst so ein Player, ja, der unten, auch, ja, ja. Unten so eine Leiste. Ja, da muss man halt die Theme-Hoheit haben. Aber ich kann dir mal einen Tipp geben, du kannst dich hier mal mit MC zusammensetzen, weil ich glaube, eure beiden, weil er ist mehr so, ich würde ja gerne mal so ein Theme machen und ich meine halt so, naja, Templates werden da mal ganz gut. Also vielleicht könntet ihr da eure Expertisen mal zusammenwerfen. Ich bin sehr dafür, ja, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Unser Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, also angenommen, jemand macht jetzt mal so ein WordPress-Theme, was irgendwie toll ist und alle schreien und so. Und dann, trara, Version 3.0, jetzt mit dem geilen Podlove-Podcast-Theme und sieht einfach mal geil aus. So, und dann, der Fluss zieht weiter, ja, und heute ist es irgendwie responsive und flat und morgen ist es wieder irgendeine andere Sau und jetzt irgendwie Web-Components und pipapo. Wenn wir das nicht auch technisch unterhalten können und sozusagen Kompatibilitätsanforderungen zum restlichen Web und Änderungen in WordPress angepasst halten können, dann wäre das wahrscheinlich eher ein Fehler, weil dann haben die Leute dieses Theme und wir sind nicht in der Lage, da mitzukommen. Es wäre halt mal zu überlegen, ob man irgendeines der Standard-Themes von WordPress, die ja jetzt auch immer mehr so Plug-in- und Konfigurationsmöglichkeiten haben, ob man so ein Theme nimmt und sich da sozusagen rein klemmt und dafür Templates baut, um eben so ein Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel, wir sind jetzt in der Lage, einen Player immer laufen zu lassen. Hätte ich nichts dagegen, aber da sind wir derzeit einfach personell nicht richtig aufgestellt. Also da fehlt einfach die Expertise und die Personalkraft. Für sowas sind wir immer sehr offen. Wenn ihr da in der Lage seid, was beizutragen, schauen wir uns das gerne an. Aber das ist derzeit einfach unser aller Fähigkeit nicht. Nochmal hier. Wir müssen dann auch gleich mal Pause machen. Ne? Ja, zu den Themen nur ganz kurz. Ich habe mich da selber schon mal für meine eigene Webseite herangesetzt und habe jetzt so auf Bootstrap basierend da schon mal was mir zusammengeklickt und habe dann da so ein Lest, was man dann auch mit Ground sozusagen compilen kann, wo man dann auch ein variables Lest hat, wo man sozusagen den Leuten sagt, ja, wenn ihr was, ich weiß aber nicht, wie gut es denn für Leute funktioniert, die sich mit Lest nicht auskennen, aber wir könnten uns da mal zusammensetzen. Leute bauen sich halt alles, man muss halt nicht irgendwas bauen, was einem gefällt, sondern man muss halt wirklich versuchen, da sich an was ranzuklinken, was da ist und was Teil dieses WordPress-Flows ist. Also alles andere ist für uns da einfach als Rollout nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen uns jetzt hier 2017 und weil das hat irgendwie schon mal die richtige Konfigurationsmöglichkeit und gucken mal, wie man da ein Plugin für liefern kann, was da so eine Customization macht, dass man sagen kann, okay, wir sind in der Lage, was weiß ich, bestimmte Elemente da in irgendeinem Grid zu machen und man kann dann halt schnell mal Sidebar links, Sidebar rechts anklicken und da sagen, hier Subscribe-Button und so und man hat damit sozusagen so ein stehendes Modell.
dann wäre die Tür geöffnet, dass man sagen kann, okay, beim Initial Setup bauen wir da auch gleich noch eine Archivseite, die sieht dann auch irgendwie mit diesem Theme ordentlich aus. Wir bauen ja auch noch eine Abo-Seite, wir bauen ja noch eine Infoseite, sodass man so mit so One-Click-Installation gleich so eine Default-Seite hat mit so sieht ein Podcast aus, wäre alles wunderbar, aber wie gesagt, das ja, muss man ein bisschen überlegen. Weitere Ideen in einer... Ganz kurz okay, noch. Eine noch. Ganz kurz noch. Mich würde interessieren, ob jemand in der Kombination WordPress und PIVIC vielleicht schon mal die Logfiles ausgewertet hat, weil da hat es den Begriff Ziele. Wenn also einer bestimmte Sache macht, liest sich zum Beispiel die Shownotes an, wenn er danach dann noch den Download von dem Podcast klickt, kann man ein Ziel erfüllt sehen. Ja? Und da wird sozusagen mit einem drübergelegten Regelwerk aus diesem riesen Logfile-Wust dann tatsächlich eine Aussage gebildet, die man auch hinterher dann sehen möchte. Also wenn sich da... Also diese Woche kam, glaube ich, das erste Mal überhaupt mal eine Frage zu PIVIC und ich habe dann die Person auch dazu angehalten, das mal eben auszuformulieren. Ist im Prinzip ganz interessant, müsste man mal drüber nachdenken, aber da gibt es einfach sehr wenig Nachfrage. Ja. In dem Zusammenhang wäre natürlich auch mal interessant zu überlegen, kann man in irgendeiner Form unsere Analytics auch dafür nutzen, entweder PIVIC noch irgendwelche Hints zu geben, damit in diesem Backend irgendwas rausfällt, aber da fehlt mir ehrlich gesagt, ein bisschen die Erfahrung, weil ich habe mit PIVIC keine guten Erfahrungen gemacht, deswegen benutze ich das nicht mehr. Und was natürlich in dem Zusammenhang auch noch interessant wäre, so, naja, so Campaigns, ne? So, ich twittere was, ich poste was auf Facebook und überall hängt irgendwie so ein Identifier dran, ob man das halt in irgendeiner Form dann in Downloads zurückführen kann, obwohl ich da so ein bisschen meine Zweifel habe, dass das was wird. Aber wer da PIVIC oder ähnliche Subsysteme, die in Nutzung sind, gut kennt und da Tipps hat, was man da vielleicht mit unserem System verquicken könnte, was naheliegend ist, dann sind wir dafür Tipps aufgeschlossen. Ja, ich verwende es für mein eigenes Drupal-Blog und habe das mal mit diesen Zielen angefangen, aber das ist jetzt noch in der frühen Phase. Wäre mal interessant, ob da Trigger geschaltet werden könnten. Genau. Ja, gut. Gut, machen wir jetzt erstmal Pause, weil es geht ja eh gleich weiter.